Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von UKM 3D. Vielleicht haben Sie es schon gesehen, in einem anderen Video vergleichen wir die drei Kernprodukte von RevoPoint, Scannerhersteller für 3D-Scanner eben. Und da gibt es drei Modelle. Dazu in einem anderen Video gibt es eine kurze Übersicht, was die so können, wie sich diese unterscheiden. Und heute möchte ich speziell jetzt auf den RevoPoint Range eingehen. Das ist im Endeffekt der Scanner mit der schlechtesten Auflösung, dafür mit dem größten Scanfeld. Das ist ähnlich wie bei SLA-Druckern oder DLP-Druckern. Je feiner die Details sind, desto kleiner die Bauplatte. Und deswegen ist es hier auch bei den Scannern so, dass wir hier ein Modell haben, den Range, der zwar von der Auflösung her schlechter ist als die anderen beiden Modelle, dafür eine ein viel, viel größeres Sichtfeld hat, dadurch deutlich schneller ist und dadurch natürlich auch viel einfacher große Objekte digitalisieren kann. Also, hier sieht man schon das Modell. Ich habe hier einmal eine der drei Varianten vorinstalliert. Also das ist jetzt die mobile Variante, wobei ich hier, das natürlich auch im Lieferumfang dabei, eine Powerbank habe. Über diese kann ich den Scanner anstecken und mit Strom versorgen. Jetzt wird er gleich blinken. Ja, kriegt er Strom. Jetzt hat er Strom. Dann kann ich hier irgendein Smartphone, kann Android, kann Apple sein. Ist überhaupt kein Thema, spielt keine Rolle. Bei Apple tatsächlich der Nachteil, dass ich es nicht über ein Kabel verbinden kann, sondern dass ich hier über Wi-Fi gehe. Also ich wähle dann in den WLAN, verfügbaren WLAN-Einstellungen dann im Endeffekt den Scanner aus und verbinde mich da direkt mit dem Scanner. So, der Scanner wäre jetzt auch schon einsatzbereit. Es gibt natürlich die Apps entsprechend. Mal kurz hier Handy freischalten. Und dann kann ich im Endeffekt auf die App gehen. Gibt es eine Version, funktioniert für beide. So sieht das dann aus. Im Endeffekt sieht man auch schon, was ich bisher eben über die Handy-App gescannt habe, egal mit welchem Scanner. Also diese App funktioniert mit allen Scannern. Das ist genauso wie die Software, die man schon im Hintergrund sieht. Da kann ich egal welchen Scanner anschließen. Das ist die Revo Scan 5. Und die funktioniert mit allen Scannern. Ich stecke einfach nur über USB an oder hier übers WLAN und dann bin ich automatisch verbunden. Ist auch ganz gut in der Hand. Das ist, wie gesagt, der größte Scanner, auch von der Größe her. Wenn man den vergleicht zum Beispiel mit dem POP 2, das ist, sage ich mal, der Standardscanner, erkennt man schon, ne? Das ist deutlich kompakter. Hier eben wegen dem großen Scanfeld trägt die Maschine natürlich auch mehr auf, ist aber sehr leicht. Also ich würde fast behaupten, die Powerbank und der ganze Stab dazu hat ein ähnliches Gewicht schon wie der Scanner. Also die sind alle sehr leicht, knapp 200 Gramm der Scanner an sich. Dann habe ich noch Kabel, Powerbank, mein Handy natürlich. Aber das ist jetzt nicht zu schwer. Also das kann man auch lange so benutzen. Dann habe ich im Endeffekt hier meine bereits aufgezeichneten Daten oder kann einfach sagen, okay, hier ein neues Projekt. Nö, Anleitung will ich nicht, die habe ich schon gelesen. Die ist übrigens nur in Englisch, die Anleitung. Die Software, also egal ob am PC, am Mac oder auf dem Handy, ist übrigens Deutsch. Aber die Anleitung immer auf Englisch. Jetzt komme ich nicht in das neue Projekt. Scanner nicht verbunden. Ach, natürlich, man müsste den Scanner natürlich vorher dann wieder auswählen. Ja, typischer Anwenderfehler. Also das als Nachteil jetzt von mir empfunden. Mit dem Kabel wäre es natürlich schon da. Das funktioniert bei den Android-Smartphones. Hier muss ich den dann anwählen. So, Range. Den Mini habe ich auch gefunden. Der steht nämlich hier links neben mir. Den habe ich nämlich aktivieren müssen, damit ich in die Software komme. Also ohne Scanner kommt man quasi nicht in diese Scan-Software. So, also nochmal hier. So, jetzt hat er auch gefunden. Range. Dann haben wir ein neues Projekt. Dann kann ich hier noch, habe ich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, Genauigkeit. Es gibt immer nur zwei zur Auswahl. Hoch oder Standard. Verfolgung, das sind entweder Referenzpunkte oder über die Merkmale. Also entweder über die Form des Objektes an sich oder über Referenzpunkte, die ich dann aufkleben muss. Ne, Referenzpunkte sind im Endeffekt so kleine Sticker. Die sind auch im Lieferumfang dabei.
die bringe ich dann auf das Objekt auf und an diesen kann sich der Scanner orientieren. Und dann brauche ich eine gewisse Anzahl, also ich würde mal sagen, in einem Scanfeld von 20 x 20 cm mindestens 3. Je mehr Punkte es sind, umso besser. Aber normalerweise möchte ich so einen Scanner natürlich auch ohne diese Scanpunkte benutzen. Natürlich bei großen Objekten eher hinderlich. Ich muss dann natürlich ganz, ganz viele dieser Scanpunkte auftragen. Die Objektart kann ich noch auswählen. Da habe ich hier nur allgemein. In der Software am PC oder Mac habe ich deutlich mehr zur Auswahl. Textur, Farbe oder ohne Farbe, also entweder ich digitalisiere wirklich in Vollfarbe ein Objekt. Wir testen das mal mit dieser Büste. Also machen wir jetzt mal ohne Farbe und dann sage ich Scannen beginnen. Das dauert dann ein bisschen, wobei es tatsächlich einigermaßen schnell läuft. Also wenn man im Hintergrund sieht, die Scan-Software ist ähnlich aufgebaut wie tatsächlich das hier, was ich an meinem Smartphone sehe. Und ich gehe jetzt einfach mal hier zu dieser Büste, die stelle ich mir auch mal auf diesen schönen Drehteller. Der ist verfügbar für den Range, funktioniert aber natürlich genauso auch für die anderen Scanner. Den zeige ich später mal. Der ist natürlich hilfreich, wenn ich große Objekte von einem Stativ aus scannen möchte, weil der dreht dann eben in einer voreingegebenen Geschwindigkeit, die ich auch selber einstellen kann, dreht er einfach das Objekt an dem Scanner vorbei. Das heißt, ich muss nicht ums Objekt rumlaufen. Gerade wenn ich den Kabel gebunden habe, ist das natürlich nicht so praktisch. So ist es natürlich nicht ganz so schlimm. Aber wenn er das einfach machen kann und ich eben in einer Minute ungefähr eine 360-Grad-Drehung habe, dann muss ich in der Minute jetzt schon mal nichts tun. Kann mich nebenhin stellen und kann zugucken, kann vielleicht die Software in der Software ein bisschen spielen. Und dann ist das natürlich auch nett. Der Drehteller an sich soll $400 kosten. Im Set Scanner plus Drehteller wären es ungefähr 1.300 € inklusive Mehrwertsteuer, das plus zur Info. So, jetzt möchte ich hier aber mal scannen. Sieht man jetzt natürlich schlecht. So, hier, neues Projekt. Standard, wir haben ein großes Objekt, Verfolgung, Merkmale, jawohl, Objekt, allgemein, Dunkel, Körper, großes Objekt, ich mache mal allgemein, Textur ohne, also ohne Farbspeicherung. So, das dauert jetzt ein bisschen, hier sehe ich schon mal das Modell, hier rechts eingeblendet, zeigt er an, wie weit ich, ob ich in der optimalen Distanz zum Objekt bin. Also so wäre es ideal. Hier auf der linken Seite habe ich die Einstellungen eben zur Belichtung. Die kann ich auf Automatik setzen. Na komm. Da war es schon. Wunderbar. Und dann kann ich quasi loslegen. Sieht man das? Ja, das sieht man. So, und los geht's. Und jetzt kann ich hier wirklich sehr schnell das Objekt digitalisieren. Ich könnte das Ganze jetzt natürlich auf dem Drehteller noch sich selber drehen lassen, aber das machen wir später über ein Stativ. Lichtverhältnisse hier natürlich nicht ideal, deswegen habe ich das Licht auf Automatik oder die Belichtung auf Automatik gestellt. Und jetzt sieht man, habe ich das wirklich schnell digitalisiert. Und auch jetzt wirklich von der Qualität her nicht so schlecht. Könnte dann hier sagen, okay, ich bin fertig, let's go zur Nachbearbeitung, jawohl. Und das dauert tatsächlich länger als an einem Computer oder an einem Mac, da er da natürlich auf die Rechenleistung angewiesen ist. Der reine Scan-Vorgang an sich ist aus meiner Sicht ähnlich schnell. So, und jetzt kann ich hier leider nichts machen, also ich kann nichts einstellen, gar nichts und könnte das jetzt teilen. Jetzt hätte ich natürlich gern das hier im Hintergrund weggeschnitten, das geht so aber nicht, aber das ist eben ja die Limitierung durch das Smartphone. Aber gerade für Projekte, wo ich jetzt ohne Kabel quasi scannen möchte oder sehr, sehr große Objekte oder ich bin, keine Ahnung, in der Kirche und möchte da eben eine Büste oder irgendwas, auch Wandgemälde zum Beispiel, kann ja auch in Farbe digitalisieren, ist das natürlich eine Top-Lösung. Und dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn ich dann am Smartphone selbst die Daten nicht bearbeiten kann. Das kann ich ja später immer noch in der Software. No, also das mal zu dem Smartphone-Modus. Der zweite Modus, in dem ich den RevoPoint Range betreiben kann, ist im Endeffekt mit einem Drehteller, kleinen Drehteller.
und dem mitgelieferten Stativ. Der Drehteller, den habe ich jetzt vom POP 2 zweckentfremdet. Beim Range ist natürlich eigentlich dieser große Drehteller dabei. Das funktioniert aber mit diesem kleinen Stativ nicht so toll, da passt der Winkel nicht. Also da würde ich zur Not eben, wenn man das auch so machen möchte, noch einen kleinen Drehteller dazu kaufen, die kosten nicht die Welt. Oder ansonsten eben den großen Drehteller nutzen, aber dann ist das im Endeffekt ja mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn ich dann so ein Objekt digitalisieren möchte. Aber wir gucken uns das an. Wie man sieht, habe ich hier meinen Mac dazu angeschlossen, dass man auch sieht, dass die Software wirklich mit allem funktioniert. Voraussetzungen sind 8 GB RAM. Also das ist übersichtlich. Grafikkarte habe ich keine Voraussetzung gefunden. Was es noch gab, war eben bei Mac 10.15 für die Intel-Chips und 11.0 für die M1-Chips. Und bei Windows ist es ab 8, also Windows 7 wird nicht mehr unterstützt und auch da 8 GB und los geht's. Smartphones, ja, müssen eine gewisse Performance haben, aber ich habe jetzt ein iPhone 12. Funktioniert wunderbar, muss man dann eben testen. Geht auch mit Tablets übrigens. So. Dann gucken wir uns das mal an, wie wir das jetzt machen. Also ich lasse den Drehteller vom POP 2 kann ich nicht von der Geschwindigkeit variieren, der läuft einfach so durch, ist aber für mich okay. Jetzt kann ich im Endeffekt auch wieder hier, man sieht, das Objekt dreht sich schön, kann auch wieder hier die automatische Belichtung einstellen. Das gleiche mache ich hier auch, dann richte ich den noch ein bisschen aus, dass der schön mittig ist. Also idealerweise, wie man unten links sieht, in diesem Rahmen, ne, in dem mittleren Bereich. Wenn ich da drin bin, auf der rechten Seite sieht man hier schön, dass ich zwischen optimal und zu nahe bin. Also ich könnte, das ist je nachdem, wie sich das Objekt eben dreht, ist es teilweise zu nah. Ja, jetzt könnte ich noch ein Stück zurückgehen, deswegen ja, mit dem großen Drehteller wäre das nicht ganz ideal. Und jetzt kann ich einfach sagen, hier Start, kann hier noch einstellen, welche Genauigkeit. Bei dem Objekt, das ist jetzt relativ klein für den Range, machen wir mal hohe Genauigkeit. Ich verwende keine Referenzpunkte, also Merkmale. Und es ist wieder ein allgemeines Objekt. Farbe möchte ich nicht scannen. So. Und dann sage ich mal Start. Also wenn ich jetzt andere, sagen wir den Zweiachsen-Drehteller oder den Stabilisator hätte, könnte ich die noch mit der App verbinden und die über die App steuern. Der kleine Drehteller vom POP 2 lässt sich nicht über die App steuern. So, dann drücken wir hier im Endeffekt auf Start. Und dann wird das Ganze digitalisiert. Das geht auch relativ flott. Problem ist nur hier, also bei allen RevoPoint-Modellen, dass der Scanner und der Drehteller keine Daten miteinander austauschen. Das heißt, bei Shining 3D zum Beispiel, beim Einscan SE, weiß die Maschine, wann eine 360-Grad-Drehung erfolgt ist und hält dann an. Der würde sich ewig weiter drehen. Wenn ich jetzt den Raum verlassen würde, dann würde der scannen und scannen und scannen und scannen, was irgendwann die Qualität nicht mehr verbessern würde, aber meine Daten zum Explodieren bringt. Also die Datenmenge wäre dann riesig. Deswegen da einfach beim Scannen dabei bleiben, ist ein gewisser Nachteil, aber wie Sie sehen, geht das schnell. Und dann nach 360 Grad Drehung oder meinetwegen 400 Grad Drehung dann einfach pausieren, das Objekt drehen, das sehen wir dann auch gleich, und dann nochmal neu scannen. Und dann kann ich aus mehreren Punktwolken, wie auch von anderen Scansoftware-Anbietern bekannt, eben eine Punktwolke zusammenfügen. Das geht auch sehr gut im Automatikmodus und daraus im Endeffekt dann ein besseres Modell erzeugen. So, dann sind wir hier relativ durch und jetzt würde ich das Ganze einfach mal hinlegen. Kann dann hier im Endeffekt sagen, okay, dieser Scan ist vollständig, speichert er mir dann ab. Man sieht, hier habe ich auch vom Boden teilweise Sachen mit aufgenommen oder von der Wand, das kann ich später wegschneiden. Und sage, okay, jetzt möchte ich hier aber einen neuen Scan hinzufügen. Gleiche Einstellungen und go. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr einfach, sehr, sehr flüssig. Und jetzt hoffe ich, dass ich eben hier auch ein paar zusätzliche Punkte digitalisieren kann, die ich eben beim vorherigen Scan nicht erwischt habe. Und dadurch dann einfach, wenn ich die beiden Scans zusammenfüge, einfach ein besseres Ergebnis habe. Mit dem kleinen Drehteller ist jetzt nicht ideal geeignet für den Revo Point Range, aber wie man sieht, es funktioniert. Also alles kein Problem. Von daher kann man sich nicht beschweren. Die Software ist selbsterklärend, läuft auch sehr flüssig durch, braucht wie gesagt wenig Performance vom Computer oder vom Smartphone.
Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist man nicht immer gewohnt. Also gerade bei Shining, da brauche ich eine spezielle Grafikkarte, Arbeitsspeicher, bestimmte Windows-Versionen. Mac geht schon mal gar nicht, iPhone geht schon mal gar nicht, Android-Phone, Tablet geht schon mal gar nicht. Also da hat er deutlich mehr Auswahl. So, jetzt sind wir hier auch einmal wieder durch. Das speichere ich dann auch wieder ab. Jawohl. Und dann nochmal einen Scan. Wie machen wir das jetzt? So vielleicht hier. So. So. Schön. Zack. Und los geht's. Wie man sieht, also wirklich kein Hexenwerk. Man kann das von Anfang an, ohne da irgendwie Fachmann für 3D-Scan zu sein, betreiben. Ist selbsterklärend. Die Buttons sind groß. Es gibt nicht viele Einstellmöglichkeiten. Also für Profis eher nicht geeignete Software, weil ich eben relativ wenig machen kann. Aber für alle, die hier und da mal was scannen wollen, was digitalisieren wollen und einfach das selbst erklären haben wollen, ideal. Und wie gesagt, Software auf Deutsch, die Anleitung gibt es nur auf Englisch. Aber die ganze Software ist auf Deutsch, auch am Smartphone. So, 360-Grad-Drehung. Da er irgendwo so ein Stück Wand mit aufnimmt, weiß ich, wann die 360 Grad rum sind. Oh, langsam sind wir da. Jawohl. So, einmal durch, dann kann ich das auch wieder stoppen, speichern. Und es fehlt mir, glaube ich, noch der vordere Teil der Nase des T-Rex. Kann ich auch mal einfach hier den Winkel verändern vom Scanner und hoffe, dass ich dann eben auch von der Nase was abbekomme. Kann sogar noch ein bisschen zurück, das ist ja Sound. So, hopp. Na, verklickt. Jetzt. So, also jetzt nochmal das Scannen. Also jetzt haben wir schon mehrfach gescannt, werden dann auch richtig große Datenmengen haben, aber ja, es ist alles kein Hexenwerk, geht einfach von der Hand, ist selbsterklärend, der Scanner verbindet sich einfach mit der Software, die Software funktioniert für alle Scanner, also auch wenn ich verschiedene RevoPoint-Scanner haben sollte, die verbinden sich alle automatisch, ist überhaupt kein Problem, er speichert mir auch alle Projekte ab, egal mit welchem Scanner ich die gemacht habe, also schöne Lösung, einfache Lösung, preiswerte Lösung, wenn man sich überlegt, dass der Range mit dem riesigen Drehteller, der 200 Kilo trägt, und sich mit einer Fernbedienung auch nur in der Geschwindigkeit einstellen lässt, dass ich den für 1.300 Euro inklusive Mehrwertsteuer kaufen kann, ist das schon der Hammer. Also, ich hatte mich da preislich deutlich verschätzt. Ich lag da mehr so bei, weiß ich, 3.000 Euro. Klar, der Scanner ist jetzt nicht High-End. Das Zubehör, das dabei ist, ist auch nicht High-End, aber macht alles einen wertigen Eindruck. Ist okay, Software ist okay, nicht das, was man jetzt als Firmenkunde unbedingt erwarten würde, wenn man jetzt nachträglich in CAD-Software die Daten dann weiterverwenden will, ist es vielleicht nicht die richtige Wahl. Aber für alle, die hier und da mal was digitalisieren wollen, die auch mal im Freien was digitalisieren wollen, ohne einen Laptop dabei zu haben, mit einem Smartphone, für die ist das super. Also funktioniert, hatte bisher keine Probleme. Klar, dieser Drehteller ist echt auf der günstigen Seite, aber er ist auch günstig. Also von daher, was will man erwarten? Immer, ne? Also jetzt habe ich im Endeffekt hier meine 4 Scans. Die muss ich jetzt alle einmal kurz nachbearbeiten. Das zeige ich jetzt im Zeitraffer, weil ich eben die extra Punkte wegschneiden muss. Und danach kann man die miteinander verschmelzen lassen. Also ich mache das mal im Zeitraffer. Ich gucke aber auf die Uhr, wie lange ich dafür brauche. So, also fürs Bearbeiten der vier Scans habe ich circa 6 Minuten gebraucht, wobei man musste relativ viel tun, aber es dauert auch immer ein bisschen, bis eben die Daten verschmolzen sind und aus der Punktwolke dann eben eine Fläche geworden ist. Und jetzt kann ich diese verschmelzen. Das geht vorher nicht, also ich muss die erstmal bearbeiten, dass ich sie später verschmelzen kann. Und jetzt wähle ich im Endeffekt nur alle 4 aus, klicke die an. 2, 3, 4. Sieht man hier schön und sagt dann automatisch natürlich, ich möchte das über die Merkmale
machen lassen und das macht die Software eigentlich ganz gut. Sind wir gespannt. Also das Modell ist jetzt nicht auf der einfachsten Seite, ist relativ komplex, aber organisch. Daher hat die Software relativ viele Anhaltspunkte, was wie ineinander gehört. Also wenn ich etwas einfach einen einfarbigen Stuhl digitalisieren würde, wäre das deutlich schwerer. Ja, das hat schon mal nicht ganz funktioniert. Also hier haben wir ein bisschen Überschneidungen. Jetzt weiß ich bloß nicht, welches Objekt das ist. Haben wir ein bisschen Schatten drin. Jetzt löschen wir das nochmal. Und dann sagen wir nochmal hier verschmelzen. Gucken wir uns mal an. Also das ist ja ziemlich viel und ich glaube, mein letztes war ziemlich gut. Und dann machen wir die zweimal nach Merkmalen. Einfach, dass wir mal mit zwei anfangen. Und dann versuchen wir mal, die anderen noch mit hineinzufügen. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Also jetzt habe ich hier ja schon mal ein sehr gutes Modell. Jetzt fehlt mir noch was am Hinterkopf. Mal nochmal verschmelzen. Kann ich auch mal allein nehmen und dann das hier. Nö, das ist auch nicht viel besser. Ah, das ist das mit den Schatten. So, so. Dann nehmen wir das, die zwei nochmal verschmelzen. Und dann könnte ich ja jetzt auch nochmal einen neuen Scan starten, wo ich jetzt zum Beispiel nur den hinteren Bereich vom Schädel digitalisiere und dann hätte ich Stück für Stück eben über mehrere Scan-Fortschritte oder Scan-Vorgänge im Endeffekt mein komplett digitalisiertes Modell. Das funktioniert sehr gut. Hab ich das jetzt? Jawohl. Und jetzt könnte ich das auch noch als Gitterkörper. Und dann gehen wir schon in die Richtung, wo wir wollten. Und dann sagen wir mal, mit insgesamt 15 Minuten Aufwand habe ich sowas digitalisiert. Sieht, ah, jetzt habe ich wieder das im Bereich drin. Naja, aber nehmen wir dann mal das. Sieht nicht ganz perfekt, wobei die Lichtverhältnisse hier auch nicht ideal sind. Aber da müsste ich im Endeffekt nochmal einfach einen neuen Scan hinzufügen, dass das Ganze optimiert wird. Aber ich möchte ja auch noch den dritten Modus zeigen über den großen Drehteller und das mit einem Menschen. Von daher lasse ich das jetzt mal weg, aber Sie wissen, wie es gehen würde. Und dann sieht man hier auch schon, das ist wirklich ein ganz brauchbarer Scan. Das kann ich dann auch im Endeffekt auch noch exportieren als PLY, OBJ oder STL. Und los. Und dann habe ich das drin. Wunderbar. Also so einfach geht es. Maschine ist mehr für größere Sachen gedacht, aber ich könnte auch was, ja, sag ich mal, bis 10 x 10 x 10 cm könnte ich auch digitalisieren. Laut Datenplatten müssen die Objekte mindestens 5 x 5 x 5 cm groß sein. Aber ja, ein bisschen größer schadet nicht, damit man es ein bisschen einfacher hat. Genau. Dann schauen wir uns den nächsten Modus an. Dritter Modus mit dem großen Drehteller. Ja, wir probieren das einfach mal. So, also starten wir. Ah, das ist schon groß. Jetzt besser. Wunderbar, Dankeschön. So, wie man sieht, ist es relativ einfach. Wenn man natürlich den ganzen Körper scannen will, sollte man das in die Hand nehmen. Ja, und da kann man da auch mit Laptop arbeiten. Eben im Endeffekt, wenn ich hier fest einen Laptop habe, kann ich ja eben den Menschen einmal drehen lassen für den Kopf, dann einmal den Torso, einmal die Beine und dann kann ich wieder hier aus drei Teilen das zusammenfügen oder das eben in einem Scan-Durchlauf digitalisieren. Dass ich wirklich einfach
Ne? Wenn sich der vorbeidreht, einfach Stück für Stück nach unten gehe. Das wird man wahrscheinlich auch irgendwie automatisieren können, dass ich halt eben ein Stativ habe, was automatisch sich in der Höhe verändert. Dann würde das natürlich auch gehen, aber immer beachten, die Personen dürften sich ja während des ganzen Scans nicht bewegen. Also jetzt bei Tieren und Kindern sehr, sehr schwierig. Bei Erwachsenen sollte man auch gucken, dass man vielleicht nicht länger als ein, zwei Minuten dafür benötigt. Ansonsten, ja, man neigt dazu, sich zu bewegen. Ja, und dann ist der Scan eben dahin, wenn man sich stark bewegt, weil dann der Scanner die Referenzpunkte nicht mehr findet und dann leider abbrechen muss. Aber jetzt, wie man sieht, so einfach nur der Kopf, das geht relativ zügig, kann dann noch ein bisschen spielen. Also ich könnte den Scanner jetzt einfach ein Stück weiter zurückstellen und dann habe ich eben einen größeren Scan-Bereich und dann kann ich vielleicht auch schon bis zu dem Bereich komplett mit Haaren den Menschen digitalisieren und das in weniger als einer Minute. Also das ist top. Der Drehteller ist top. Für das Geld wirklich meine Empfehlung. Fernbedienung haben wir gerade gesehen, ist Infrarot, funktioniert immer nur an einer bestimmten Stelle. Da muss man sich dran gewöhnen, dann geht das vielleicht. Ansonsten dreht er sich halt einfach in der vorgegebenen Geschwindigkeit. That's it. Einfach, aber gut. Sind auch vorgefertigt im Endeffekt. Fußabdrücke drauf, wie man sich hinstellen soll, dass man auch mittig steht. Also wirklich gut. Somit kommen wir zum Fazit vom RevoPoint Range. So, kommen wir nun zum Fazit zum RevoPoint Range. Der Scanner funktioniert sehr gut, wirklich mit größeren Objekten. Alles, was kleiner ist als 10x10x10 cm, würde ich mit anderen Scannern machen. Aber alles, was halbwegs 30x30x30 cm oder größer ist, lässt sich sehr schnell und einfach mit diesem Scanner digitalisieren. Wenn man als Nutzer sehr hohen Anspruch daran hat, dass man in der Software viel einstellen kann, viel feinjustieren, dann ist man hier an der falschen Adresse. Wenn man eine einfache Plug-and-Play-Lösung sucht für kleines Geld, ist man hier genau richtig. Meine Empfehlung auf jeden Fall mit dem großen Drehteller. Der ist super, bis 200 Kilo belastbar. Also da kann man wirklich auch sehr schön solche Objekte digitalisieren. Meinetwegen in zwei Durchgängen, dass ich eben halb-halb das mache. Oder eben, wenn ich etwas weiter weggehe mit dem Scanner, habe ich tatsächlich die Möglichkeit, das auch noch im Ganzen zu digitalisieren, weil er bis zu 80 cm auf 60 cm Scanfeld hat. Das ist absolut irre. Also das hier würde auf einmal gehen mit Drehteller. Das ist völlig absurd. Also das ist sehr, sehr, sehr gut. Die Auflösung, klar, ist nicht die beste, ist aber auch nicht die schlechteste. Für die meisten Anwendungen top, also durchaus ausreichend und gut geeignet. Ich habe Farbscan auch möglich für Texturen. Also das heißt, ich kann Menschen scannen, ich kann auch nur Gesichter scannen. Ich kann, wenn ich halt irgendwie Schienen oder so anpassen möchte, kann den Arm, den Bein scannen. Alles easy. Ich kann den wirklich mit diesem Stick auch und der beiliegenden Powerbank auch mobil nutzen. Er hat Infrarotlicht, das heißt, ich kann ihn auch wirklich im Freien benutzen. Hier, ich werde angestrahlt von zig Scheinwerfern. Die Scanner funktionieren auch bei schlechten Lichtverhältnissen, also wenn es eigentlich zu hell ist. Das ist wirklich sehr gut. Preis-Leistung stimmt. 1.300 € inklusive Mehrwertsteuer für Drehteller und Scanner ist wirklich okay. Die Software ist kostenlos, Softwarepflege ist kostenlos. Ja, aber wie gesagt, nur wenn Sie wirklich größere Objekte scannen wollen. Wenn es darum geht, eben auch mal, weiß ich, kleine Objekte, kleiner 5x5 cm geht sowieso nicht, aber auch wenn es unter 10x10x10 cm ist, ist es nicht die ideale Maschine. Da wären eher der POP 2 oder der Mini die geeigneten. Diese zeige ich aber in anderen Videos, also die bitte auch nicht verpassen. Das RevoPoint Range ist neben dem Vergleich aller dreier Maschinen das erste Video, wo ich gezielt einen Scanner teste. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, auch den POP 2 oder das Mini-Video zu sehen, dann abonnieren Sie den Kanal oder schauen Sie einfach regelmäßig mal wieder bei uns vorbei. Vielen Dank und bis bald.